Jetzt? Sehe ich denn auch alle? Ich sehe nur ein Licht. Ja. So, meine Damen und Herren, Herr Ilben ist da. Es war dann doch nicht der Stau im Kölner Ring, ne? Gott sei Dank, haben wir Glück gehabt, sondern erst um Duisburg herum. Und wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Ne? Ist doch ein überschaubarer Kreis, aber ein dafür umso interessierterer, ne? Habe ich den Eindruck. Naja, aber am gleichen Tag die Veranstaltung in der Zeitung zu lesen und am gleichen Tag stattfinden lassen, ist nicht so einfach. Wer ist dafür verantwortlich? Alle. Viele. Viele, gut. Also insgesamt ist das ja eine Aktion der Ruhr-Kunstmuseen. Ne? Wurde also insofern auch zentral gesteuert. Ich bin auch relativ kurzfristig eingeladen worden. Aber ich habe gesagt, das mache ich gerne, ne? Weil ich die Wahl hatte, nämlich aus einer Auswahl von Kunstwerken im Besitz der Stadt mal, mir eines auszusuchen, um das heute mal herauszustellen, ein Meisterkunstwerk. Und Sie wissen, die Ruhr-Kunstmuseen, eine große Ansammlung von Museen hier im Ruhrgebiet, haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart über das Kulturhauptstadtjahr. Da ist es gewachsen. Es war eine gute Idee. Und so ist auch eine Idee gewachsen, im Kulturhauptstadtjahr diese Arbeit zu verstetigen. Also auch über das Kulturhauptstadtjahr hinaus zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen, gemeinsame Events zu veranstalten. Ich glaube, es gibt auch einen Austausch an Kunstwerken, die man sich dann zur Verfügung stellt für Präsentationen. Und insbesondere auch die Museumsleiter wollen miteinander sich ins Benehmen setzen und sich austauschen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil, vergessen wir nicht, wir sind der größte Kunstraum der Welt. Ne? Wenn man das Ruhrgebiet mal als Region sieht, sind wir das größte Museum. Wir sind das größte Theater, die größte Oper, wenn man so will. Wenn man mal alles zusammenzählt, passt das, glaube ich, sicherlich. Vor Europa bin ich ganz gewiss, dass es so ist, und bei New York müsste man vielleicht nochmal schauen. Ich war selber noch nicht dort, kann das noch nicht so sagen, aber ich sage es einfach mal heute. Und aus dieser Kooperation ist eben auch die Idee erwachsen, dass die Museen jeweils ihre Meisterwerke einmal präsentieren, der interessierten Öffentlichkeit. Und im Mal ist das eben, ja, die bekannt beliebte